Und ich glaube wirklich, dass Gott uns heute Morgen etwas Neues sagen möchte. Etwas für heute, den ersten Advent 2021. Und ich bin so froh und dankbar, dass ich euch heute eine Geschichte bringen darf, die so spannend und so toll und unglaublich ist, in der die Adventszeit und die Corona-Krise ineinander verwoben sind, mitten aus der Bibel. Doch bevor ich dazu komme, möchte ich einige einleitende Worte sagen zum Advent. Was bedeutet Advent? Warum feiern wir Advent? Advent ist Latein und bedeutet die Ankunft. Er kommt. Es ist die Botschaft an die Menschen, dass Gott seinen Sohn in die Welt schickt, dass er kommt. Und die Ankunft war mit vielen Erwartungen verbunden. Sie war mit vielen Hoffnungen verbunden. In einer Prophezeiung von Jesaja über den Advent, die ich euch mitgebracht habe, auch für den Beamer, heißt es in Jesaja 8,23, ich lese auszugsweise in den vertrauten Worten von Martin Luther, es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel. Du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte. Wie man sich freut, wenn man einen großen Gewinn austeilt. Denn du hast das drückende Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken des Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt wunderbarer Ratgeber, Gott Held, ewiger Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende sei auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Lasst uns beten. Ja, Herr, wir beten heute gemeinsam, dass du zu uns redest, dass du zu unseren Herzen sprichst und dass wir gestärkt nach Hause gehen in die Adventszeit, ermutigt durch dich und dein Wort. Amen. Mein Thema heute Morgen ist, die Adventszeit ist eine Zeit der Ermutigung. Die Adventszeit ist eine Zeit der Ermutigung. Ihr Lieben, worin liegt die Ermutigung aus dieser Bibelstelle von Jesaja? Der verheißene Messias, das Kind, das geboren werden soll, kommt nicht in eine perfekte Welt, sondern in eine Welt der Dunkelheit, in eine Welt der Unterdrückung. Wir sehen hier in den Versen, dass Angst über den Völkern liegt, dass eine große Depression da ist. Wo keine Hoffnung ist, da leben die Menschen in Finsternis, damals und heute. Wie sieht es bei uns aus heute Morgen? Sind wir schon angekommen im Advent? In der Ruhe, der Vorfreude, der Erwartung? Oder drücken uns Sorgen, Ängste, Nöte, Dunkelheit und Finsternis ins Herz? Vor ein paar Tagen habe ich mit einigen Jugendlichen gesprochen. Und einer von ihnen sagte mir, mir geht es richtig schlecht. Ich habe Angst, dass alles wieder von vorne losgeht, jetzt mit Corona. Und natürlich habe ich versucht, zu ermutigen und zu trösten. Und ich möchte es auch heute tun mit einer ganz schönen Stelle, auch aus Jesaja, die ich euch schon mal gebracht habe und die mir seit Jahren sehr viel bedeutet. In Jesaja 50 heißt es, wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet, der Stimme seines Knechtes gehorcht? Ihr Lieben, das sind die Gläubigen gemeint, die, die an Gott glauben. Die, die im Finsteren wandeln, und dem kein Licht scheint, der hoffe auf den Namen des Herrn und vertraue auf seinen Gott. Ja, ihr Lieben, das gibt es. Auch gläubige Menschen, auch Kinder Gottes gehen durch schwierige Zeiten. Auch gläubige Menschen bekommen Krankheiten, hören schlechte Diagnosen, müssen durch dunkle Tage, Stunden und Wochen gehen. Aber gerade dann gilt es, auf Gott zu vertrauen und auf seinen Namen zu hoffen.
Denn wo Gott ist, da ist Licht. Ich habe vor einigen Jahren in Freiburg studiert und in dieser Herbstzeit, in dieser vorweihnachtlichen Zeit, ging es mir gar nicht gut. Ich war auch ganz down und das Wetter draußen hat seinen Teil dazu beigetragen. Wir hatten Dunkelheit, Kälte und Hochnebel, so eine Inversionswetterlage, wie sie in Freiburg tückisch ist, wo die kalte Luft unten im Tal ist und oben auf den Gipfeln vom Schauinsland und Feldberg der strahlende Sonnenschein. Aber wenn man unten drinne ist und es läuft nicht in der Uni, es läuft nicht zu Hause, es läuft nicht privat und es läuft nicht im Gebetsleben und es zieht dich alles runter und du hast keine Lust zum Lobpreis und du fragst Gott, wo bist du? Warum hast du mich verlassen? Eines Tages haben wir es nicht mehr ausgehalten und sind nach dem Sonntag mit den Jugendlichen und den jungen Studenten hochgefahren mit den Autos auf den Schauinsland. Und wir sind durch die Wolkendecke gekommen. Und wir waren im gleißenden Sonnenschein, im Licht, strahlend blauer Himmel unter uns, der Nebel weiß von oben schön anzuschauen. Und wir hatten einen tollen Tag. Und während wir in der Sonne waren, sind wir richtig aufgeblüht. Mir ging es so, dass ich wieder vertrauen konnte, sagen, Gott, du bist so gut. Und ich habe gespürt, dass Gott mich liebt. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Dann ist die Sonne untergegangen. Und wir mussten wieder zurück. Zurück in den Nebel, in die Kälte. Zurück in den Alltag, an dem sich nichts geändert hatte. Und ich habe gesagt zu einem Freund, das kann nicht wahr sein. Wie sollen wir weitermachen? Und er hat mir etwas Interessantes gesagt. Er sagte zu mir, Christian, was Gott dir im Licht versprochen hat, das darfst du nicht vergessen, wenn es mal dunkel ist. Ich möchte euch dieses weitergeben, denn in Jesaja heißt es, es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein helles Licht und über denen, die da wohnen, im finsteren Lande scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Ihr Lieben, die Ermutigung liegt darin, dass die Ankunft des Kindes ein helles Licht in die Welt bringt. Wie ein Sonnenaufgang nach dunkler Nacht, wie ein Durchfliegen einer dunklen Wolke hinauf in den Sonnenschein. Die Ankunft des Kindes macht auch dein Leben hell und vertreibt alle Finsternis. Die Adventszeit ist eine Zeit der Ermutigung. Der zweite Punkt, von dem Jesaja spricht, er redet von Knechtschaft und von Unterdrückung. Jesus kommt in eine schwierige Lage. Zu der Zeit, als Jesus geboren wurde, war Israel von den Römern besetzt. Ganz Israel? Ja, das ist was anderes. Okay, also Israel war von den Römern besetzt. Und Lukas beschreibt uns in der Weihnachtsgeschichte mehrfach, wie es damals aussah in der Welt. Er verknüpft es mit dem Geschick damals und sagt, als ein Gebot ausging von dem Kaiser Augustus in Rom. An einer anderen Stelle sagt er, zu der Zeit, als Herodes König von Judäa war. Ein paar Verse weiter lesen wir, als der Bruder Herodes Landesfürst von Iturea war. Als Lysanias Landesfürst von Abilene war. Als Pontius Pilatus Statthalter war. Als Hannas und Kaiphas hohe Priester waren. Warum erzählt uns Lukas das? Ich glaube, er möchte uns sagen, auf allen wichtigen Positionen der Zeit saßen gottlose Menschen. Und in diese Zeit hinein wird Jesus geboren. Mit König Herodes war kein Nachkomme Davids auf dem Thron Israels. Herodes war nicht einmal ein Jude. Er war ein Idumäer, Sohn einer Araberin. Ein von Rom eingesetzter und von römischer Kaiser abhängiger Vasallenkönig. Ja, er hatte den Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut, um sich Pluspunkte zu sammeln, aber tief im Herzen war er verachtet von den Juden und von den Kernfamilien Israels. Was meint er, warum er solche Angst hatte, als er gehört hat, der Sohn Davids ist in Bethlehem geboren? Er wusste, da ist einer, der legitim Herrschensanspruch hat auf den Thron, den ich eingenommen habe. Hat ihn in Panik versetzt. Knechtschaft, was bedeutet Knechtschaft? Nun, die Menschen waren unfrei, sie waren eingeschränkt. Sie durften nicht tun und lassen, was sie wollten. Sie wurden ungerecht behandelt. Und Jesaja spricht sehr eindrücklich davon in diesem Vers 3. Das drückende Joch, spricht er an, die Jochstange auf den Schultern und den Stecken des Treibers. Das ist ein Bild aus der Landwirtschaft damals. Als ein Ochsengespann ein Joch hatte, mit schweren Holz, schweren Stangen versucht hat, auf einen vielleicht unfruchtbaren Acker ein Stück lang zu kommen und ihn umzupflügen und nebendran ein
Treiberknecht mit einer Stange, der da einschlägt. Und ihr Lieben, so ein Treiber war kein Tierfreund. Der war nicht beim Tier- und Naturfreundeverein Deutschland e.V. Der hatte einen Stab in der Hand, weil er wusste, der Ochse wird nicht tun, was ich will. Ich muss dem Ochsen meinen Willen aufzwingen. Und dafür hatte er den Stecken. Und damit hat er auf den Stocken eingeschlagen. Vorwärts, in diese Richtung, mach schon, vorwärts, da lang. Das Kind, das geboren wird, beendet die Unterdrückung. Es zerbricht den Stab. Es zerbricht das Joch. Die Ankunft des Kindes bedeutet Freiheit für das Volk. Die Ankunft des Kindes beendet das unerbittliche Getriebensein und Fremdbestimmtsein von denen, die Macht haben und sagen, ihr müsst so leben, ihr müsst in die Richtung gehen. Vorwärts, wir möchten, dass ihr dort lang geht, wo wir wollen. Was ihr darüber denkt, ist uns egal. Jesaja sagt, wie am Tage Midians. Das ist eine Anspielung auf einen der größten und es war einer der größten und spektakulärsten Siege Israels, damals unter Gideon, der mit 300 Mann ein 10.000 Mann Heer vertrieben hat. Und er sagt, die Ankunft des Kindes wird so ein spektakulärer, großer Sieg sein, wo mit ganz wenig kleinen Dingen was ganz Großes möglich sein soll. Ihr Lieben, die Adventszeit ist eine Zeit der Ermutigung, denn die Ankunft des Kindes beendet die Dunkelheit und die Unterdrückung in der Welt. Das war die Einleitung und der erste Teil meiner Predigt. Jetzt kommt der zweite Teil. Und die Frage, was hat uns Gott am ersten Advent 2021 zu sagen? Die Corona-Krise ist ja nicht nur ein medizinisches Problem. Sie ist ein gesellschaftliches Problem, sie ist ein politisches Problem, sie ist ein kirchliches, ein soziales Problem. Aber ich möchte mich heute Morgen nicht zu politischen oder juristischen Fragen äußern, sondern geistliche Aspekte bringen. Jesus hat gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber gebt Gott, was Gottes ist. Das heißt, es gibt einen Bereich, den der Kaiser regeln und bestimmen kann, und es gibt einen Bereich, den Gott alleine bestimmen kann. Und ich glaube, wir sollten als Christen, genau wie Jesus damals, für diese Haltung eintreten, und beten, dass Gott uns hilft, den einen Bereich vom anderen zu unterscheiden. Ich habe euch heute 5 ermutigende Botschaften für den Beginn der Adventszeit mitgebracht, die mir der Herr für heute Morgen aufs Herz gelegt hat. Ich glaube, die erste Botschaft, die Jesus heute Morgen für uns hat, ist: Siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis an der Weltende. Siehe, ich bin bei euch. Ich bin bei euch. Jesus hat ja den Beinamen Immanuel. Und Immanuel ist hebräisch. Wer kann hebräisch? Wo ist mein Achoti? Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Immanuel ist der Beiname von Jesus. Er ist in Jesaja 7 vorausgesagt und Matthäus greift ihn auf. Und beginnt die Weihnachtsgeschichte, indem er wörtlich zitiert, Immanuel wird kommen. Am Anfang des Matthäus-Evangeliums heißt es, der Gott mit uns wird kommen. Am Ende des Matthäus-Evangeliums, im letzten Vers, sagt Jesus, ich bin bei euch. Er nimmt Bezug auf diese Prophezeiung. Und so steht die gesamte Geschichte von Jesus unter der Überschrift und unter dem Rahmen, Gott ist mit uns. Die erste Botschaft der Ermutigung heute, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich glaube, dass uns Gott dieses heute Morgen sagen möchte. Und es ist mehr als eine Zusage, weil es seine Identität ist, weil es sein Wesen ist, weil es sein Versprechen ist. Gott ist mit uns. Die zweite Botschaft heute Morgen ist, setzt eure Hoffnung nicht auf Menschen. Oder menschliche Versuche, die Probleme zu lösen. Verlasst euch nicht auf Fürsten, heißt es im Psalm 146. Sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott. Der Mensch
kann sich nicht selbst helfen. Ihr Lieben, das ist eine der sieben Hauptaussagen der Bibel, die durch alle Bücher der Bibel immer wieder wiederholt wird. Der Mensch kann sich nicht selbst helfen. Daher sollten wir unser Vertrauen und unsere Hoffnung nicht auf Menschen setzen. Seit Beginn der Corona-Krise ist doch eins sehr deutlich geworden. Wir Menschen sehnen uns in der Krise nach klaren Worten, nach Richtung, nach Entscheidungen, die die Probleme lösen. Doch die blieben aus oder wurden enttäuscht, mussten zurückgenommen werden, vollmundige Zusagen haben Erwartung und Hoffnung geweckt, die bitter enttäuscht wurden. Auch die Hoffnung, auf ein normales Leben zurückzukehren, haben sich nicht erfüllt. Und so ist die Verunsicherung und die Enttäuschung riesengroß. Außerdem leben wir im 21. Jahrhundert und es könnte aufgrund der ganzen wissenschaftlichen Ideen und Fortschritte, die wir haben, die Menschen zu der Erkenntnis bringen, wir schaffen das, uns aus eigener Kraft und an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Was können wir alles machen? Wir können Viren aufschlüsseln in ihre Genstruktur. Wir können hochkomplexe mRNA-Impfstoffe hinstellen und herstellen. Keine Mutante in den entferntesten Ländern bleibt den Forschern verborgen. Aber mir geht es heute Morgen bei dieser Frage nicht um die Dinge, die gerade ganz heiß gekocht werden in Deutschland, sondern um die innere Haltung von uns Menschen. Denn Gott sieht das Herz an. Wisst ihr, wissenschaftlicher Fortschritt sollte uns nicht stolz machen, sondern demütig. Denn je mehr wir erfinden, je mehr wir entdecken, desto größer wird doch die Größe Gottes, des Schöpfers und Ursprung alles Lebens. Und ich liebe es, wenn Forscher sagen, je mehr ich entdeckt habe, desto größer wurde meine Ehrfurcht vor Gott. Wir sollen unsere Hoffnung nicht auf Menschen setzen. Wir kommen zum dritten Punkt. Wir setzen unsere Hoffnung auf den Herrn, denn er kann helfen. Ich habe euch eine ganz bekannte Bibelstelle mitgebracht. Kennt ihr alle? Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern verlasse dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Gedenke an ihn in allen deinen Wegen, in allen deinen Entscheidungen. So wird er dich recht führen. Denke nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leib heilsam sein und deine Gebeine erquicken. Ihr Lieben, die Bibel sagt, es gibt einen Zusammenhang zwischen Gottvertrauen und Führung in Lebenskrisen. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Glauben und körperlichem Wohlbefinden. Wir als Familie haben das erlebt, als unsere Kinder krank waren. Vor 2 Jahren, am ersten Advent, war ich nicht hier, sondern im Krankenhaus, als unser Sohn operiert worden ist. Und damals begann eine monatelange Phase von Krankheit, Schmerzen, Arztbesuchen, Klinikaufenthalten. Und ich kann euch sagen, letztlich kam die Hilfe nicht von Menschen. Letztlich kam die Hilfe vom Herrn. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und nicht auf deinen Verstand. Ein paar Verse, die ich nicht mitgebracht habe, die ich euch einfach vorlese. Wer auf Gottes Wort merkt, Sprüche 16, der findet Glück. Wohl dem, der sich auf den Herrn verlässt. Sprüche 28, wer sich auf den Herrn verlässt, wird gesättigt und erfrischt. Sprüche 29, wer sich auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Die Adventszeit ist eine Zeit der Ermutigung, denn Gott kennt den Weg. Er weiß alles. Erinnert euch an die Jesaja-Stelle. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und sein Name ist wunderbarer Ratgeber. Setzt eure Hoffnung auf den Herrn und fragt in allen Dingen nach seinem wunderbaren Rat. Der vierte Punkt. Orientiert euch nicht an Meldungen in den Nachrichten, sondern schaut auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. An was orientieren wir uns? Auf was achten wir? Worauf ist unser Blick gerichtet? Im Matthäusevangelium, Kapitel 14, Vers 22 folgende, lesen wir die Geschichte, die ihr alle kennt, in der die Adventszeit und die Corona-Krise miteinander verwoben sind. Da geht es um die Geschichte, wie die Jünger in der Dunkelheit in ihrem Boot sitzen, in einem gewaltigen Sturm mitten auf dem See. Der Sturm wird immer schlimmer, die Wellen werden immer höher.
eine Welle nach der anderen schlägt auf das kleine Boot ein und droht es in die Tiefe zu ziehen. Die Jünger verlieren die Kontrolle über ihre Situation. Sie sind hilflos diesem Sturm ausgeliefert. Angst und Panik machen sich breit. Die eine Welle hebt sie hoch, die andere Welle drückt sie wieder runter. Und sie rufen voller Angst: Wir sind verloren! Wir werden alle umkommen! Aber da, mitten in dieser Krise, in tiefster Nacht und Dunkelheit, da kommt Jesus zu ihnen. Auf dem Wasser. Er kommt durch den Sturm. Er kommt durch das Unglück. Ich sage euch, das war eine Ankunft. Die hatten ein Adventserlebnis auf dem See. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Und Petrus will sich von Jesus rufen lassen und steigt aus, und es gelingt ihm, im Glauben einige Schritte auf dem Wasser zu tun. Aber dann passiert etwas, als er Jesus aus dem Blick verliert und auf die nächste Welle sieht, die auf ihn zurollt. Da erschrickt er und er beginnt zu sinken. Aber Jesus ist da und hält ihn und rettet ihn. Nochmal die Frage: Auf was schauen wir? Auf was ist unser Blick gerichtet? Schauen wir wie Jesus auf die Jünger im Boot mit einer liebevollen Hingabe, der kommt, um zu helfen? Oder schauen wir wie Petrus auf die vierte Welle, die auf uns zurollt? Anstatt auf den Herrn, der auf dieser Welle zu uns kommt und für uns da ist und der sie längst unter seinen Füßen hat. Ihr Lieben, ihr könnt etwas anderes sehen, wenn ihr einen Blick dafür entwickelt. Wenn ihr sensibel dafür seid, könnt ihr in den Nachrichten, in den Meldungen und in den Bildern noch etwas anderes sehen. Ihr könnt sehen, wie der Herr zu uns kommt. Liebe Gemeinde, es ist Advent. Ja, es ist dunkel draußen. Ja, es tobt ein schlimmer Sturm. Aber Jesus ist schon unterwegs. Er kommt. Er kommt zu uns. Seine Ankunft ist nahe. Auf den Wellen, die auf uns zurollen, kommt er zu uns. Er hat sie unter seinen Füßen. Das, was uns in die Tiefe, in den Abgrund ziehen will, er geht darüber spazieren. Und er steigt in das Boot, das ein Bild ist für die Gemeinde. Und der Sturm legt sich. Und es wird ganz still. Und Jesus fragt uns wie Petrus damals: Du mit deinem kleinen Glauben, warum hast du gezweifelt? Schaut nicht auf die Wellen, schaut auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Jesus kommt zu uns mitten im Sturm. Die Adventszeit ist eine Zeit der Ermutigung. Ich komme zum Schluss und zum fünften Punkt, fünfte Botschaft heute Morgen. Lasst uns noch mal ein bisschen adventlicher werden und auf den Gedanken dieses Lichts zurückkommen. Jesus sagt: Ihr seid das Licht der Welt. Werdet sichtbar. Er sagt nicht, ihr müsst Licht sein, er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Paulus schreibt an die Korinther: Gott, der da sprach, es werde Licht. Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Vor ein paar Tagen war ich in Köln, Montag und Dienstag. Ich habe einen lieben Freund getroffen, den ich von früher kenne, aus der Studentenzeit. Und wir haben über Advent geredet. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn die Predigt halten soll und so. Wir haben uns ausgetauscht. Und er hat mir gesagt: Ich glaube auch, dass wir Erweckung brauchen in unseren Herzen. Was ist damit gemeint? Erweckung ist, dass wir offen sind für das Licht, das Gott uns schenken möchte. Ich glaube, es ist nichts großartig. Es ist nicht, geht nicht darum, 10.000 Mann im Stadion zu haben, sondern wie sieht es in deinem Herzen aus? Hast du den Mut, die Herzenstür zu öffnen, Jesus heute Morgen neu einzuladen, dass dieses Kind, das auf die Welt gekommen ist, um die Dunkelheit zu vertreiben, auch in deinem Leben neue Hoffnung und neues Licht hineinbringt?
Das Licht Gottes ist ein Geschenk heute Morgen für jeden von euch. Micha und Madeline haben in ihren Predigten gesagt, eine Stadt, die auf den Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke erkennen und euren Vater im Himmel preisen. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Ihr Lieben, ich war vor ungefähr 20 Jahren mit einigen Studenten auf einer Freizeit und wir haben eine Nachtwanderung gemacht. Es war völlig dunkel, nicht mal der Mond, nicht mal die Sterne haben geschienen und es war im Wald, es war stockfinster und ich war der Einzige, der eine Taschenlampe dabei hatte. Und es hat mir Riesenspaß gemacht, die Mädchen zu blenden, was mir großen Ärger eingebracht hat, weil niemand möchte gern geblendet werden. Wir kamen während dieser Wanderung auf einmal an einen Zaun im Wald. Stacheldrahtzaun. Links runter, ohne Ende zu sehen, rechts runter, ohne ein Ende zu sehen. Stacheldraht, hoch, wahrscheinlich um ein Tiergehege einzugehen. Und wir haben dort an dem Weg eine kleine Pforte gefunden. Einen kleinen Ausgang aus Holz, den man passieren musste. Einmal links rum, einmal rechts rum und dann war man durch. Links Stacheldraht, rechts Stacheldraht. Und was habe ich gemacht? Ich bin zu dieser Stelle gegangen mit meiner Lampe und habe runtergeleuchtet auf diesen Ausgang, damit meine Freunde diesen Ausgang passieren konnten und ihn finden konnten. Und so stand ich dort, während die 20 anderen, einer für den anderen, durch diesen kleinen Ausgang hinaus konnten, an diesem Hindernis vorbei. Und damals ist mir etwas klar geworden. Gott hat uns das Licht nicht gegeben, um die Menschen damit zu blenden. Er hat uns das Licht gegeben, um den Ausweg sichtbar zu machen für die, die in der Dunkelheit sind. Er hat uns das Licht gegeben, um auf den Ausgang hinzuweisen. Und wo ist der Ausgang? Der Ausgang ist eine Person. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Nimm dieses Licht und mach es sichtbar vor den Menschen, die in der Dunkelheit leben. Und sie werden den Ausgang finden. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen, weil sie möchten uns noch mit einem flotten, fröhlichen und freudigen Adventslied und dieser Ermutigung heute in den Advent begleiten. Ja, es ist dunkel um uns herum und vielleicht wird es noch dunkler. Aber je dunkler die Nacht ist, desto heller leuchten die Sterne. Liebe Zuhörer, ich hoffe, du wurdest durch die Botschaft heute Morgen ermutigt. Ich möchte zum Schluss fragen, wie sieht es bei dir aus? Hast du dieses Licht empfangen? Was strahlst du aus? Was sehen andere in deinem Leben? Sind wir wie eine Sonne, die Licht weitergeben kann? Oder sind wir eher wie der Mond, der nur leuchtet, wenn er zufällig mal beschienen wird und wenn er im Schatten der Erde ist, jeglichen Glanz verliert? Oft geht es uns so, wir sind im Schatten statt im Licht. Wir sind im Dunkeln statt in der Herrlichkeit. Aber Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Leon hat damit den Gottesdienst begonnen. Ich beschließe ihn heute. Wer mir nachfolgt, wird nicht im Finsteren wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Beten wir darum gemeinsam, dass dieses Licht der Hoffnung und Ermutigung hell in uns leuchtet, aller Dunkelheit zum Trotz. Gott selbst möchte es hell machen in uns. Lasst uns zum Abschluss das Lied singen, wenn die Herrlichkeit des Herrn erscheint.